Bald schon soll hier wieder geschunkelt und gefeiert werden. Am Berliner Schlachtensee wird zum Oktoberfest geladen. Dank des neu geltenden 2G-Optionsmodells mit weniger Regeln und dafür mehr Gästen. Die müssen entweder genesen oder geimpft sein. Bloß getestet reicht für den Infektionsschutz nicht mehr aus. Oktoberfest ist einfach eng, kuschelig. Nach 2 Jahren, würde ich sagen, 2 Jahren Oktoberfest frei, wird die Feierlaune der Menschen intensiver sein. Ungeimpfte müssen draußen bleiben, so wie überall, wo 2G gilt. Doch das trifft nicht nur Impfverweigerer, sondern auch alle Kinder unter 12 Jahren. Für die empfiehlt die Ständige Impfkommission derzeit noch kein Vakzin. Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert 2G deshalb als kinder- und familienfeindlich. Wir werden überprüfen, inwieweit hier ein verfassungsrechtlicher Widerspruch besteht, so Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann. Bei vielen ebenfalls für Unmut sorgt auch das Regelwirrwarr der einzelnen Bundesländer. Bundesweit die strengsten Regeln gelten derzeit in Baden-Württemberg und Sachsen, wo ab einer bestimmten Belegung der Intensivbetten 2G automatisch zur Pflicht wird. In 7 Ländern können Veranstalter 2G aktuell optional anwenden. In allen anderen gilt noch immer 3G. Gar keine Regeln mehr sei derzeit keine Option. Dafür brauche es mehr Geimpfte, doch zuletzt stagnierte die Impfquote in Deutschland bei rund 62%, für die vielbeschworene Herdenimmunität zu wenig. In Stuttgart knöpft sich Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock deshalb mehrere Gegner der Corona-Maßnahmen vor, die versuchen, ihren Wahlkampfauftritt zu stören. Auch wenn sie jetzt doppelt laut pfeifen. Jetzt ist es an der Zeit, Schulen und Kitas sicher zu machen. So wie hier in Baden-Württemberg mit Luftfiltern. Und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man sich impfen lässt. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Und der Druck auf die Impfverweigerer wächst weiter. Seit heute bezahlt Baden-Württemberg keine Entschädigung mehr an Ungeimpfte, sollten die in Quarantäne müssen. Und ebenfalls heute wollen Bund und Länder dazu eine deutschlandweite Regelung vorlegen.